Im Geestgebiet zwischen Bremen und Hamburg, in Langenfelde bei Sittensen, liegt das Gehöft des Großimkers Georg Klintwort. Er ist auf Korbbienenzucht spezialisiert. Ein großer Bienenstand liegt direkt beim Hof. Die im Winkel gebaute Hauslagd, auf der 270 Körbe Platz haben. Hier überwintert ein Großteil der Standvölker. Die Ausrichtung nach Osten und Süden verschafft ihnen maximale Sonnenwärme. Während des Winters sind die Fluglöcher mit Sonnenblenden bedeckt, damit die Bienen sich nicht vorzeitig im Jahr herauslocken lassen. Im März, wenn das Wetter warm zu bleiben verspricht, nehmen die Imker die Blenden ab. Dann wird es Zeit für den Reinigungsflug, bei dem die Bienen sich von den Rückständen des Winterfutters befreien. Für seine rund 700 Wintervölker braucht der Großimker noch mehrere große Außenstände. Sie liegen am Rand des kultivierten Landes, nahe den noch bestehenden Moorflächen mit ihren Birken, Erlen und Weidenbeständen. Dem Gehöft am nächsten gelegen ist der Stand bei Marschhorst. Seine rechteckige, geschlossene Bauweise bietet den Körben besonderen Schutz vor Wind und Wetter. Viele der im Verlauf des Jahres anfallenden imkerlichen Arbeiten finden in diesem Geviert statt. Beschwerlich ist meist der Zugang zu den abgelegenen Winterständen. Im Schutz des Waldes ist der einzeilige Stand bei Twistenbostel aufgebaut. Wiederum günstig ausgerichtet zur Sonne. Gesorgt ist auch dafür, dass die Bienen frei nach vorne auffliegen können und vor dem Stand auf dem Gras trockene Rastplätze finden. Gleich daneben steht ihnen das notwendige Wasser zur Verfügung. Erste Nahrung im Frühjahr liefern den Bienen die Hasel, Weiden und Erlen in der Nähe der Stände. An diesem dritten großen Winterstand bei Alpershausen sind die Bienen in der warmen Sonne rege dabei, Pollen und Wasser einzutragen, um das Brutnest aufzubauen. Mitte April ist es soweit, dass Georg Klintwort die Körbe für die Frühjahrswanderung vorbereitet. Dabei verschafft er sich einen genauen Überblick über den Zustand seiner Völker. Unentbehrliches Arbeitsgerät ist die Imkerpfeife. Der Rauch des entzündeten Reinfarns soll die Bienen, die bereits eifrig mit der Brut beschäftigt sind, besänftigen. Selbstgefertigte Wandertücher aus Gaze oder Gardinenstoff dienen dazu, die Körbe nach unten bienendicht, aber luftdurchlässig abzuschließen. Die Fluglöcher bleiben bis zum Abend offen. So können die Bienen noch ungehindert eintragen. Das Tuch darf sich auf dem Transport mit dem Lastwagen nicht lockern. Damit es eng anliegt, werden die Ecken vor dem Feststecken zusammengedreht. Am Standplatz unter den Körben haben sich im Laufe des Winters von den Honigzellen abgenagte Wachsdeckel und tote Bienen angesammelt. Dieses Gemüll gibt dem Imker Aufschluss über den verbleibenden Futterbestand im Korb und über die Zusammensetzung des Bienenvolkes.
Wenn die Bienen zur Vergrößerung des Brutnestes an die dunklen, alten Waben unten bereits angebaut haben, ist das für den Imker ein Hinweis auf eine gute Königin im Korb. Bei der Durchsicht und Vorbereitung der Standvölker wird der Großimker von einem weiteren Imker seines Betriebes und einem Lehrling unterstützt. Die über Winter auf wenigen großen Außenständen zusammengefassten Völker sollen nun in kleinen Gruppen in bessere Trachtgebiete gebracht werden. Die meisten und besten werden im alten Land aufgestellt. Dieses große geschlossene Obstbaugebiet südlich der Elbe zwischen Stade und Hamburg ist das bevorzugte Ziel für die Frühjahrswanderung der Heideimker. Gleich hinter den großen Höfen der Altländer Bauern liegen ihre ausgedehnten Obstplantagen. In Gruppen bis zu 20 Körben oder auch einzeln werden die Bienenvölker hier auf kleine Wanderstände verteilt. Das Aufstellen beginnt sogleich nach der Ankunft in den frühen Morgenstunden. Vor der Weiterfahrt zum nächsten Wanderstand öffnet der Imker die für den Transport mit Moos oder Gras verstopften Fluglöcher. Damit ermöglicht er den Bienen, an ihrem neuen Standort sofort auf erste Orientierungsflüge zu gehen. Jedem Korb wird noch am selben Tag eine Portion Futterteig aus zähem Zuckerfondant untergestellt. Altem Brauch entspricht die Verwendung der flachen Teller aus Buchenholz, die auf drei geschnitzten Füßchen stehen. Diese Füße hindern die Bienen daran, die Teller mit Bienenkitt und Wachs auf dem Standbrett festzukleben. Mit der Futtergabe stellt der Imker sicher, dass die Zeit, in der die natürlichen Futterquellen noch spärlich sind, bis zur vollen Obstbaumblüte überbrückt wird. Er verhindert dadurch eine Verzögerung in der Frühjahrsentwicklung seiner Bienenvölker. Bei Futtermangel würden sie weniger Brutzellen anlegen und so die Legetätigkeit der Königin behindern. Die abgenommenen Wandertücher werden erst beim Abtransport wieder gebraucht. In Absprache mit den Obstbauern wandern die Imker mit Beginn der ersten Blüte, der Süßkirschenblüte, ins alte Land ein. 14 Tage später stehen bereits die Sauerkirschen voll in Blüte. Der Blütenpollen wird von den Bienen am hintersten Beinpaar in sogenannten Pollenhöschen gesammelt und zum Bienenstand transportiert. Diese eiweißreichen Pollenkörner dienen als Nahrung für die jetzt zahlreiche Brut. Sie fördern die Entwicklung des Bienenvolkes. Der zuckerhaltige Nektar der Blüten liefert den Bienen im Korb die Energie. Nach der Kirschblüte stehen den Bienen als letzte Nahrungsquelle im alten Land die Birnen und Apfelblüten zur Verfügung.
In alten Plantagen sind diese Obstsorten in langen Reihen, oft im Wechsel nebeneinander, angepflanzt. Die kleinen Wanderstände sind über das gesamte Plantagengebiet verteilt. Die Obstbauern möchten sicherstellen, dass auch überall eine Bestäubung stattfindet. Wöchentlich kontrolliert der Imker die Völker auf den Wanderständen. Hat sich ein Bienenvolk kräftig entwickelt, beginnt es am unteren Wabenrand große Zellen zu bauen, in denen sich Drohnen entwickeln können. Um die Bienen anzuregen, stattdessen das Brutnest für die Arbeiterinnen zu vergrößern, schneidet der Imker diesen neu gebauten Drohnenbau weitgehend heraus. Er verwendet dazu ein besonderes Imkerwerkzeug mit Schneide und Haken, das Drohnenmesser. Die ausgeschnittenen Wabenstücke sammelt der Imker, um sie bei der Wachsgewinnung später im Jahr einzuschmelzen. Bei diesen Durchgängen richtet er seine Aufmerksamkeit auch auf die Volksstärke und den Futterzustand seiner Völker. Wenn in guten Jahren den Bienen viel natürliches Futter zur Verfügung steht, bleiben auf dem Teller Reste der schwer aufzunehmenden Zuckermasse übrig. In solchen Jahren schreitet auch die Volksentwicklung rasch voran. Und erste Königinnenzellen signalisieren dem Imker die Schwarmbereitschaft eines Volkes. Eine solche vorzeitige Weiselzelle wird hier ebenfalls entfernt. Hat der Imker beim Drohnenbaustechen ein besonders schwaches Volk entdeckt, kann er dieses unterstützen, indem er den Korb an den Standort eines sehr starken Volkes, das sich im gleichen Brutstadium befindet, umstellt. Da die ausgeflogenen Bienen immer an den gewohnten Standort zurückkehren, erreicht er auf diese Weise einen Ausgleich der Volksstärken. Die Bienen bleiben im alten Land 3 bis 4 Wochen. Ihre Bestäubungstätigkeit ist so wichtig für den Obstertrag, dass die Altländerbauern für jedes aufgestellte Volk ein Standgeld zahlen, während sich das Interesse der Imker auf die reiche Frühtracht für ihre Bienen richtet. So sind Obstbau und Imkerei eng miteinander verknüpft.